Als ich diesen Vortrag so grob im Kopf hatte, dachte ich, ja, alles klar. Als ich mich dann näher dran gesetzt habe, die E-Mail-Kommunikation nochmal zu lesen, fiel mir auf, dass ich immer so je nach Mail mal das eine mehr im Kopf hatte, dann das andere, Green New Deal, E-Comony, was auch immer. Also ich habe jetzt versucht, mich sehr an den Titel zu halten und alles andere mit drin vorkommen zu lassen. Das gibt viele Vertiefungsmöglichkeiten für diejenigen, die im Workshop sind. Ich hoffe, es ist alles so verständlich, also gerne nachfragen, wenn einiges nur gestreift ist. Genau, und dann lade ich Sie jetzt ein, sich auch auf den Titel einzulassen und was dabei herausgekommen ist. Perspektiven feministischer Ökonomie auf die Krise des Kapitalismus. Ich habe gerade gesagt, ich habe mich sehr an den Titel gehalten, aber etwas würde ich doch gerne noch ändern. Es ist natürlich nicht die Krise des Kapitalismus, wo vielleicht auch so ein bisschen mitschwingt, er ist so in der Krise, wir sind ihn übermorgen los. Darum geht es wohl nicht, sondern es geht eben um die einzelnen Krisen, die durch den Kapitalismus ausgelöst werden. Was feministische Ökonomie ist, ich hatte mal hier angefangen, nur zu überlegen, wie man das so spinnennetzmäßig mal darstellen könnte, um zu zeigen, dass es alles andere als eindeutig ist. Jetzt so ganz grob gesprochen gibt es natürlich viele ökonomische Ausrichtungen. Ich habe jetzt die bekanntesten mit liberal, keynesianisch und marxistisch jetzt nur gewählt. Und dann gibt es auch sehr viele feministische Ausrichtungen. Hier stehen jetzt differenzfeministisch, sozialkonstruktivistisch, queertheoretisch. Auch das nur stellvertretend. Und dann muss man sich noch überlegen, dass man liberale Ökonomien spieltheoretisch und anders machen kann. Also eigentlich ist total uneindeutig, was feministische Ökonomie heißt, weil es eben diese ganze Pluralität an Ansätzen gibt. Weshalb ich so ganz gerne beginnen möchte, nochmal klarer zu machen, welche Gender-Theorien gibt es eigentlich? Ach so, geht gleich über, okay. Davon weitergehe, und wir sind ja vor Weihnachten, das heißt, die Tagesordnung ist diesmal so ein bisschen adventskalendermäßig aufgebaut. Sie wird sich entwickeln, statt vorgegeben zu sein. Also einfach nochmal kurz am Anfang, wie funktionieren die einzelnen Gender-Theorien? Da ist natürlich auch das Patriarchat dabei. Das geht davon aus, dass Männer rational sind. Diese Entwicklung hat natürlich ganz stark mit der Entwicklung unseres Wirtschaftssystems auch zu tun, diese Gleichsetzung. Frauen sind emotional und rational sein ist besser. Der liberale Feminismus, der im Grunde auch in dem Wort Postgender in der deutschen Piratenpartei ist sehr, sehr benutzt worden, dieser Begriff, mitschwingt, ist eigentlich, dass es heißt, Männer sind rational, Frauen auch. Also Frauen werden in das Bild vom Mann hineingeholt. Dann geht es um die Gleichstellung von Frauen und Männern. Differenzfeminismus oder wie es im Englischen heißt, Ecofeminism, würde sagen, Männer sind rational, Frauen sind emotional, emotional sein ist besser. In den 80er Jahren war das sicherlich die stärkste ausgeprägte Ausrichtung des Feminismus. Nicht immer wurde das so plakativ gesagt, emotional sein ist besser, aber im Grunde wurde es halt doch gesagt. Seit Ende der 80er kommen die konstruktivistischen Theorien in die Diskussion, mit Judith Butler dann der Postfeminismus, also nicht zu verwechseln mit Postgender, sondern Post bezieht sich hier nicht auf nach der Geschlechterfrage, weil wir sie überwunden haben, wie bei Postgender, sondern auf poststrukturalistische Auslegung des Feminismus. Deshalb Postfeminismus oder dekonstruktivistische Auslegung des Feminismus könnte man auch sagen, und das, was wir auch als Queer-Theorie kennen, funktioniert wie folgt. Es gibt Menschen, die sagen, wir weinen nicht, sind stark und können einparken, und deshalb gibt es andere, die sagen, die
wenn andere, die weinen, schwach sind und zuhören, sind weiblich. Jetzt wirklich ganz überspitzt. Das kommt übrigens eigentlich gar nicht aus der feministischen Theorie ursprünglich, sondern aus der postkolonialen, auf Edward Said zurückgehend, der mit seinem Buch Orientalismus 1978 aufgezeigt hat, wie sich Europa erst als Europa konstituieren konnte, als es das Morgenland im Gegensatz zum Abendland, als das andere aufbauen konnte. Also in dieser Zuordnung zu den reinen ersten Identitäten und dem Abtun der anderen Identitäten. Queertheorie bedeutet also, geht also nicht um, nicht einfach, hat natürlich damit zu tun, um Heterosexualität oder Homosexualität, heißt auch nicht, es gäbe statt zwei, drei, vier oder viele Geschlechter, sondern es bedeutet, dass wir alle unterschiedlich sind und das würde ich nochmal stark betonen, dass Kategorien Herrschaftsverhältnissen dienen. Ich mache das so in meiner subjektfundierten Hegemonietheorie, wo ich das mit Gramscis Hegemonietheorie verbinde und eben aufzeige, wie im Ring um Hegemonie und Emanzipation Identitäten konstruiert werden und eigentlich auch nur Sinn machen bei der Frage, wer hat welche Privilegien, wer nicht, wer kommt an die Ressourcen, wer ist davon ausgeschlossen. Ein durchaus auch marxistisch begründeter Ansatz natürlich, wenn es mit Gramsci ist. Es gibt also natürlich auch marxistische Feminismen oder post- oder neomarxistische. Die Traditionellen haben mit dem Hauptwiderspruch gearbeitet, zu sagen, wenn der Kapitalismus überwunden ist, dann erledigt sich das mit dem Sexismus. Später gab es dann das duale Verständnis, das also additiv zu sehen, da ist das Patriarchat, da ist der Kapitalismus. Und mit postmarxistischen oder poststrukturalistischen Ansätzen wieder würde man mehr dahin gucken, wo es das Verwobensein. Nicht postmarxistisch, sondern marxistisch war Rosa Luxemburg und sie wusste schon, was heute eine große Rolle spielt, was sie als Erste so formuliert hat. Der Kapitalismus funktioniert nicht einfach so als geschlossenes System. Er schließt immer wieder Leute aus, er spuckt sie aus sozusagen, aber er beruht auch immer wieder auf der Einverleibung dessen, was nicht in der kapitalistischen Logik aufgeht. Dieser Gedanke ist, glaube ich, ein Grundgedanke, der sich wirklich durch alle feministischen Theorien durchzieht und deshalb wird er diesen Vortrag strukturieren. Also was feministische Theorien vereint, der Blick auf das Ausgeschlossene. Das ist durchaus auch im liberalen Feminismus so, wenn es eben schon auch liberale Ökonomen klargemacht haben, dass das, was wir jetzt Homo economicus in der Wirtschaftstheorie finden, immer implizit männlich gedacht ist, als frei von Sorgetätigkeiten, unabhängig etc. Im Differenzökofeminismus eben so ähnlich, hatte ich auch schon gesagt, und im Queerfeminismus eigentlich auch so ähnlich. Also da sind sich eigentlich alle Ansätze ziemlich gleich. Die Lösungen sind jedoch wieder unterschiedlich. Im liberalen Feminismus geht es darum, dass auch Frauen Karriere machen können. Das heißt, dass sie eben in dieses Bild des Mannes mit einbezogen werden können. Vielleicht mit ein paar Soft Skills angereichert, aber anders aussehend, ist auch ganz wichtig, aber viel weiter geht die Differenz da nicht. Im Ökofeminismus, Differenzfeminismus, man hatte ich gerade dieses schöne Bild hier, dass es dann so eine Yin-Yang-Kurve gibt, ist natürlich die eigentliche idealere Vorstellung, dass es sich verbindet. Wenn ich vorhin gesagt habe, emotional sein ist besser, dann würde ich sagen, das durchzieht sich durch die differenzfeministischen Diskurse, jedenfalls der 80er Jahre, aber letztendlich soll es natürlich darum gehen, das so zu vereinen. Im Queerfeminismus geht es darum zu hinterfragen, dass es diese Binarität, dieses dichotome Denken, dass es diese Gegensätzlichkeit, dass es männlich-weiblich überhaupt gibt. Sondern Queerfeminismus würde sagen, es geht auch nicht nur darum, noch das dritte Geschlecht zu finden, sondern eben zu gucken, wie unsere Identitäten eigentlich sind und überhaupt nicht binden zu lassen von irgendwelchen Vorstellungen, was ist Geschlecht.
Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Dann haben wir den ersten Punkt hinter uns, der feministische Blick auf das Ausgeschlossene. Und ich habe schon gesagt, das strukturiert diesen Vortrag, indem wir jetzt nacheinander durch drei krisenhafte Externalisierungen durchgehen. Als erstes die Umweltkrise, oder auch hier kann man von Krisen sprechen. Neben der allgemeinen Umweltzerstörung, nochmal konkret benannt, Klimakrise, sehr bekannt. Die Zerstörung von Agrarflächen, seltsamerweise eigentlich sehr wenig bekannt. Von 1990 bis 2040 ein Drittel aller Agrarflächen, die nicht mehr bebaubar sind. Ich versuche mal, diese Zahl wiederzufinden, aber ich glaube, sie stimmt. Ich finde sie immer nicht. Die Gefahr, jedenfalls im Weltagrarbericht kann man viel dazu lesen. Die Gefahr von Ressourcenkriegen ist natürlich damit verbunden. Stichwort Landgrabbing ist jetzt noch nicht so in Bezug auf Krieg, aber wir wissen alle, dass es mit den Ressourcen eng wird. Und gerade die letzten Tage hatten wir die Konfrontation bei dem Kampf zwischen Japan und China. Wem gehören die Inseln, die eben diese großen seltenen Ressourcenvorräte haben? Auch die Zerstörung der urbanen Umwelt hängt damit zusammen. Der italienische Ökonom Stefano Bartolini spricht immer vom Happiness-Paradox, zu zeigen anhand von wirtschaftlichen und anderen Daten, er hat das an Daten für die USA gemacht, dass die Menschen eigentlich unglücklicher werden bei steigendem Wachstum, was eben mit dieser Zerstörung der lebenswerten Umwelt zu tun hat und was gleichzeitig auch dazu führt, dass sie versuchen rauszufliehen, also schnell das Wochenende irgendwo anders hinfliegen am besten, was wieder die Umwelt weiter zerstört, während auf der anderen Seite diejenigen, die sich das nicht leisten können, zu Hause vom Fernseher hängen bleiben oder halt doch irgendwann mal auf die Straße gehen. Also die Gefahr sozialer Spannung steigt auch dabei. Statt Kapitalismus könnte man ins Zentrum hier auch Wachstum stellen. Das ist halt nicht voneinander zu trennen. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte vor einiger Zeit als Hauptartikel die Message, der Westen ist ausgewachsen. Geht natürlich nicht so einfach, wenn das wirklich wäre, dann würden die Schwellenländer, die Unternehmen aus den Schwellenländern einfach die Unternehmen aus dem Westen irgendwann aufkaufen. Das heißt, es gibt immer den Zwang, größer zu werden. Man kann nicht einfach sagen, wir sind jetzt ausgewachsen. Das hat natürlich nochmal ganz andere Krisen wieder. Ich habe jetzt einfach nochmal als Beispiel hier die Finanzkrise mit reingenommen, um daran zu erinnern, aber wir sind weiter bei Umwelt. Die ökofeministische Lösung in den 80er Jahren war sehr bekannt, der Bielefelder Ansatz, der sehr gut analysiert hat, wie zum einen die unsichtbare Arbeit von Frauen, aber auch die internationalistische Arbeitsteilung mit postkolonialen Wirtschaftsverhältnissen zu dem angeblich vom Kapitalismus geschaffenen Reichtum wesentlich beiträgt. Die Lösung, die die dann propagiert haben, ist die Subsistenztheorie, was, glaube ich, dazu führte, dass dieser Strang der Diskussion damals sehr stark abbrach. Jetzt die letzten 2-3 Jahre ist damit Silvia Federici wieder aufgenommen worden, aber damals brach er so stark ab, weil sie genau dieses differenzfeministische Denken der Umkehrung da im Grunde machen, also ganz in die Natur gehen. Subsistenztheorie wurde, glaube ich, damit verbunden, dass alle Menschen ihren eigenen Kartoffelacker haben und gar nicht mehr in Städten leben und nicht mehr gesellschaftlich, gemeinschaftlich in irgendeiner Form produzieren. Jetzt bei Veronika Bernhold-Thompson, die mit zu den Theoretikerinnen gehörte, besetzt es heute anders, aber ich denke, das ist das, was damals ankam. Heute schließt es auch dann stark an die Lösungen aus Lateinamerika an, mit Buen Vivir. Es ist bekannt,
das mit diesem Begriff Pachamama, der dann hier auch mit Mutter Erde übersetzt wird. Und dann heißt es, in der Verfassung von Bolivien hat die Mutter Erde einen Rechtsstatus bekommen. Das hört sich für mich wieder sehr entfremdet an. Da sitzt die dicke, fette Mutter Erde und sagt, ich habe jetzt auch Rechte und man muss sich vor Gericht mit ihr streiten. Ich glaube, das trifft es eigentlich sehr schlecht, was dahinter steht, nämlich das Verständnis, uns einfach auch als Teil dieser Pachamama zu verstehen und eben die Subjekt-Objekt-Logik zu überwinden. Und ich denke, da sind die ökofeministischen ökonomischen Gedanken, die es da gab, einfach sehr anschlussfähig. Die liberal-feministische Lösung wäre jetzt wieder die Einbeziehung in das Gegebene, die Einbeziehung in die herrschende Logik. Und das, würde ich sagen, ist Green Economy. Und zwar nicht nur in der liberalen Variante, sondern auch in der keynesianischen. Dazu nochmal, was ist Green Economy eigentlich? Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ob das anders ist. In Deutschland ist es jedenfalls so, wenn man Anträge schreibt und man hat vor 10 oder 20 Jahren nachhaltig reingeschrieben, muss man heute Green Economy reinschreiben, sonst fließt kein Geld. Insofern ist es einfach der Nachfolge-Umbrella-Term, also wo man alles runterpacken kann, aber es hat gleichzeitig eine Doppeldeutigkeit. Wenn man sich diese Phrasen genauer anguckt, Internalisierung externer Kosten, wir müssen der Wirtschaft helfen, sich selbst zu helfen, es gibt Win-Win-Situationen für alle, Wachstumspotenzial durch umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, durch innovative Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen. Ökologie als unternehmerische Chance, Ressourcenknappheiten lösen sich über den Markt. Dann merkt man bei genauerem Hinsehen, das ist die liberale Version von Green Economy. Wenn man einige Sachen wegnimmt, alles löst sich über den Markt, Win-Win-Situation für alle etc. und ergänzt mit der Staat muss nur richtig regulieren, Wachstum muss durch staatliche Nachfrage gefördert werden, soziale Folgekosten müssen ausgeglichen werden oder in Deutschland die Abwrackprämie, ich weiß nicht, ob es in Österreich so ähnliche Ansätze gab, also alte Produkte wegschmeißen sollen und neue dafür bekommen mit staatlicher Förderung, dann ist man bei einem eben sehr staatlich gelenkten, bei einer sehr staatlich gelenkten Form von Green Economy und das nennt man dann Green New Deal in Anlehnung an den Great New Deal der 30er Jahre, wo eben die Nachfrage des Staates aus der Weltwirtschaftskrise in den USA herausgeholfen hat und zumindest in Deutschland auch in Form von Autobahnen und Ähnlichem. Wenn man hier wieder Elemente wegnimmt, aber die Externalisierung externer Kosten bleibt wieder stehen, die soziale Folgekosten müssen ausgeglichen werden und dann ergänzt mit grünes Wachstum gibt es nicht. Langlebige und reparaturfreudige Produkte sind das, was wir brauchen. Es geht um Substanzerhalt, denn für den totalen Umbau in grüne Infrastruktur fehlen uns die Ressourcen. Ballast abwerfen bedeutet nicht Verzicht, sondern Befreiung. Viel haben bedeutet nicht, es gut zu haben. Dann sind wir bei dem, was man im Englischen Degrowth nennt. Und im deutschen Postwachstum, in Deutschland ist das sehr stark mit dem Wirtschaftsprofessor Nico Pech verbunden. Ich weiß, in Österreich ist es eher Christian Felber, der, glaube ich, diese Stelle besetzt, die Nico Pech in Deutschland hat. Christian Felber hatte ich gerade letzte Woche eine Podiumsdiskussion. Ich würde aber nicht weiter darauf eingehen wollen an dieser Stelle, weil es einfach nochmal woanders herkommt. Postwachstum geht aber eben auch davon aus, dass man eben nicht weiter wachsen darf. Es hat aber keine wirkliche Innovation gleichzeitig zu bieten. Man könnte sagen, es ist strukturkonservativ. Es soll umverteilt werden, die Arbeitszeit soll besser verteilt werden. Aber es gibt keine wirkliche Lösung dafür, dass nicht mehr gewachsen werden müsste von den einzelnen Unternehmen, weil diese
Mechanismen nicht außer Kraft gesetzt werden. Nochmal nebeneinander gestellt, Green Economy als liberale Version, wenn die Ressourcen knapp werden, wird sich über den Preis alles richten, notfalls müssen wir die Knappheiten einpreisen, Green Economy auf Keynesianisch gleich Green New Deal, der Staat muss die Nachfrage in die nachhaltige Richtung lenken und selbst grüne Technologien fördern und Postwachstumsansätze eben, als wir können nicht weiter wachsen, aber eben ohne wirklich strukturell was Neues zu bieten. Wir bleiben aber auch bei Green Economy. Und zwar bei dem Punkt, der eben Postwachstum von PostwachstumsvertreterInnen so deutlich gemacht wird, dass wir nicht weiter wachsen dürfen. Und dazu habe ich einige Punkte aufgemacht. Oder diesen ersten Hauptpunkt, der bezieht sich darauf, weil Wachstum sich nicht absolut vom Ressourcenverbrauch entkoppeln lässt. Es ist historisch noch nie dazu gekommen, dass Wachstum mit einer absoluten Entkoppelung einhergegangen ist, gesamtgesellschaftlich. Man kann natürlich ein einzelnes Produkt mit weniger Strom und mit weniger Ressourcenverbrauch herstellen. Aber was passiert, also oder erstmal hierzu, wenn man sich Daten anguckt, dann heißt es manchmal, es ist möglich. Das basiert jedoch auf dem Rich Country Illusion Effekt, dass die Industrieländer halt immer die ressourcenintensive Produktion in die Länder des globalen Südens verlagern. Wenn man das abzieht, kommt man nicht zu einer absoluten Reduktion. Dann spielt da hinein der Return on Energy Invested Effekt. Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger wird mit einer Verschlechterung der Nettoenergiebilanz einhergehen. Das bedeutet enormen Landschafts- und Materialverbrauch. Was das wiederum impliziert, darauf kommen wir gleich nochmal. Und wesentlich ist der Rebound-Effekt. Zum einen ist es auf der Konsumseite so, dass man nicht einfach das kleinere Produkt jetzt kauft und dann auf seinem Geld sitzen bleibt, sondern eben dieses Geld wieder ausgibt und entweder das nächstgrößere Produkt kauft oder weitere Produkte kauft. Und auch auf der Produktionsseite ist es natürlich so, dass das Kapital, was man zur Investition zur Verfügung hat, nicht im Tresor einschließt und auch die Ressourcen, auf die es Zugriff gibt, weiterverwertet werden. Maya Göpel vom Wupper-Institut in Berlin sagt, Wachstum macht den Rebound-Effekt erst möglich. Wenn das Unternehmen wirklich nur dasselbe Produkt effizienter auf den Markt geben würde, die kleinere, schlankere Version, die in der Regel auch weniger kostet, würde es in eine Degression gehen. Das heißt, es würde schrumpfen als Unternehmen. Und genau das darf man als Unternehmen nicht tun. Also muss man eben in das Nächste investieren. Deshalb kann man im Kapitalismus das nicht effizienter haben, ohne dass es gleichzeitig durch Wachstum ausgeglichen wird. Es hat also noch nie diese Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch gegeben und es ist theoretisch auch nicht möglich. Das muss man in Verbindung setzen mit zwei anderen Zahlen, nämlich zum einen, dass die Reduzierung des CO2-Verbrauchs pro Person und pro Jahr von knapp 11 Tonnen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, diese Zahl, auf unter 3 notwendig ist. Bis 2050 sollte da jetzt noch stehen. Damit es nicht über das 2-Grad-Ziel hinausgeht. Aber auch das 2-Grad-Ziel ist schon mit garantierten Katastrophen für Menschen auf Inseln in Panama oder in Bangladesch, in Flächen in Bangladesch verbunden, weil das ist es jetzt schon, dass die ihre Heimaten verlassen müssen. Und es bedeutet auch immer noch unwägbare Risiken. Aber um es überhaupt zu erreichen, müsste man auf diesen Bruchteil runter. Gleichzeitig
ist das anvisierte Wachstum in den OECD-Ländern immer noch 3%. Das ist zwar unrealistisch, aber weltweit ist es genau das, was wir im Augenblick haben. Bis 2050 bedeutet das eine Verdreifachung sämtlicher Güter und Dienstleistungen von allem, was wir an wirtschaftlichem Output haben. Und bis 2100 eine Vervierzehnfachung. Dafür bräuchte man tatsächlich mehrere Planeten. Und die Frage ist auch, wer braucht das ganze Zeug? Das wird nicht aufgehoben dadurch, dass es grünes Wachstum ist. Darum geht es eben im Rebound-Effekt. Also Wachstum lässt sich nicht vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Als zweiten Punkt habe ich hier, weil der größere Flächenverbrauch zu Klimakolonialismus führt. Agrartreibstoffe sind eigentlich sehr schnell auch kritisch betrachtet worden, auch bei PolitikerInnen, weil es sehr offensichtlich ist, dass hier Flächen benutzt werden oder Produkte benutzt werden, die eben wirklich Nahrungsmittel sind und vielleicht dazu beitragen könnten, dass Sterben von 100.000 Menschen am Tag an Unterernährung zu reduzieren. Aber es ist nicht das einzige Beispiel. Desertec, diese riesige Solaranlage in der Wüste, wird bedeuten, dass in Südmarokko ein Frischwasserreservoir einer größeren Stadt dafür benutzt wird, die Leitung zu kühlen. Pro Kilowattstunde verdunstet in einer der trockensten Gegenden der Welt 2 bis 3 Liter Frischwasser hierdurch. Die Flächen sind in gut kolonialem Verständnis bei uns als Wüste und damit als leeres Land verbucht. Faktisch sind das aber auch Flächen, auf denen Menschen ihre Viehherden zum Beispiel treiben oder sogar ihnen auch gehören. Also bei Desertec tatsächlich auch zum großen Teil gehören und eben entweder aufgekauft werden, aber mit Druck aufgekauft werden oder in vielen Ländern hat man immer mehr das Phänomen auch, dass eben ausgenutzt wird, dass es eben keine richtigen Privateigentumsverhältnisse an diesen noch allmendemäßigen Landflächen gibt. Ach so, übrigens, das fand ich auch ein interessantes Detail, dass es nicht teurer wäre, die Solarpanels, ich weiß das gar nicht, Österreich beteiligt, jedenfalls für Deutschland wäre es nicht teurer, die Solarpanels in Deutschland aufzustellen. Es ist zwar nicht so effizient, aber es wäre nicht teurer, weil man nicht den ganzen Weg hat. Also das zeigt auch nochmal den klimakolonialen Aspekt ganz gut da drin. Oder Beispiel ein Biomassekraftwerk in Wels, was vor einem Jahr eröffnet worden ist, wo ein Drittel aller Haushalte in Wels den Strom von beziehen und wofür 100.000 Hektar Wald pro Jahr in Mosambik abgeholzt werden. Auch das natürlich Flächen, auf denen von denen Menschen leben, im allmenden Verständnis, also dass sie das Holz gebrauchen, die Pilze, den Tee, die Früchte etc. Ganz ähnlich Windparks in Mexiko, in Oaxaca eine Gemeinschaft, die da in den Protest geht, weil auch ihr Wald in dem Fall abgeholzt wird für Windparks und diese Pitayas da wachsen, von denen sie auch leben, aber auch ihre Anbauflächen angeeignet werden für Windparks und Offshore-Anlagen ins Meer gestellt werden, sodass sie dort nicht mehr fischen können. Das führt dazu, dass diese Menschen dort wegziehen müssen und in den nächsten Slum ziehen müssen. Die Hungerstatistik freut sich, weil diese Menschen haben vorher weitgehend ohne Geld leben können. Jedenfalls für ihren Lebensunterhalt haben sie es nicht unmittelbar gebraucht. Im Slum brauchen sie natürlich jeden Cent. Und sie werden in der Statistik auftauchen als Menschen, die jetzt mehr Geld haben als vorher. Also immer nach den Ausschlüssen gucken. Wessen Arbeit wird ausgebeutet? Wer hat keine Stimme? Das schließt die Natur ein, aber es schließt eben wesentlich auch die Subalternen dieser Welt ein. Also gerade diese Bewegungen,
an den Rändern der Welt, sage ich jetzt mal, die so wenig gehört werden. Es wurde ja genannt, dass ich eben auch mit globalen Widerstandsbewegungen eins meiner Themen ist, ganz einfach, weil ich ausgehend von Chiapas 1996 dabei aktiv war, die Globalisierungsbewegung mit aufzubauen, und getragen wurde sie anfangs wirklich von indigenen Bewegungen oder Bauernbewegungen, genau diesen subalternen Bewegungen. Subaltern ist wieder ein Begriff aus der Hegemonietheorie, also den am meisten marginalisierten Menschen und postkolonialen Theorie. Aber wir sind noch dabei, warum Green Economy keine Lösung ist. Ich würde auch ganz klar sagen, dieser Glaube, wir können über das, was wir kaufen, die Welt besser machen, hat nochmal zwei Aspekte, nämlich zum einen, früher gab es das Dreiklassenwahlrecht, je nachdem, wie viel jemand verdient hat. Das hier ist kein Dreiklassenwahlrecht, sondern Christian Felber hat ja mal ausgerechnet, dass die größte Einkommensdifferenz nicht bei 1 zu 12, wie es jetzt in der Schweiz entschieden werden sollte, ich weiß gar nicht, ist schon vorbei, sondern 1 zu 360.000 liegt. Das heißt, die eine Person hat 360.000 Mal mehr Einfluss als die andere. Das kann und finde ich unser demokratischer Ansatz für Transformation sein. Und der Fokus darauf, wie wir uns als Konsumenten, Konsumierende verhalten, zeigt im Grunde auch, wie beschränkt wir unsere Handlungsmöglichkeiten heute sehen. Nämlich völlig im Rahmen des Gegebenen. Gut, also das nochmal zur Verdeutlichung, an welcher Stelle wir uns gerade sind. Wir haben jetzt Green Economy als liberal-feministische Lösung hinter uns gelassen, aber zur queer-feministischen kommen wir erst später. Vorher geht es zur Psychokrise. Wie hoch ist der Anteil an den EinwohnerInnen der Europäischen Union, die im Laufe eines Jahres an mindestens einer psychischen Störung erkranken? Gibt es da Schätzungen? Die Zahl stammt aus dem Spiegel vom Frühjahr diesen Jahres. Keine Schätzung, na gut. 38% im Laufe eines Jahres an mindestens einer psychischen Störung. Wenn man sich, also in Deutschland hat sich die Psychopharmaka-Vergabe seit dem Jahr 2000 verdreifacht und auch davor hatte sie sich schon vervielfacht. Ich glaube, das ist in Österreich nicht wirklich anders. Das heißt, man kann durchaus von einer Psychokrise auch sprechen. Ich habe jetzt mal die ökofeministische Lösung, die vorhin so harmonisch mit Yin und Yang abgebildet war, in die andere Richtung überspitzt. Ich gehe jetzt aber mal nicht weiter drauf ein. Die liberal-feministische Lösung wäre, Alpha-Mädchen kennen keinen Schmerz. Also Alpha-Mädchen, ein Begriff vor einigen Jahren, eben die jungen, erfolgreichen Frauen, die die Männer jetzt verdrängen. Aber natürlich unterliegen dann diese Frauen auch den gleichen identitären Zwängen wie Männer. Wobei da nochmal ein Unterschied ist. Marx hat ja gesagt, man muss doppelt frei sein, um als Arbeitnehmer auf dem Markt überhaupt seine Arbeit anbieten zu können. Karrierefrauen müssen demnach dreifach frei sein, nämlich wie die Männer frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, frei von Produktionsmitteln, aber auch frei von Reproduktionsarbeit, weil ansonsten ist dem Karrierestress nicht wirklich hinterherzukommen. In der Konkurrenz zu Männern, die, was alle Statistiken belegen, heute immer noch nicht wirklich mehr Reproduktionsarbeiten übernehmen wie vor Jahren. Die Lösung sieht dann häufig so aus, hieß es früher in den 70ern noch, das bisschen Haushalt sagt mein Mann, ist es heute, das bisschen Haushalt sagt meine Arbeitgeberin. Die Global Care Chain ist der Ausdruck dafür, dass die Reproduktionsarbeiten eben heute vielfach von migrantisierten Frauen übernommen werden, die manchmal sogar ihre Kinder dann zu Hause lassen bei ihren Eltern,
bei ihren Männern oder anderen Bekannten und gleichzeitig dann hier diese Arbeiten übernehmen. Also Feministinnen thematisieren eben das Ausgeschlossene, aber auch die Ausgeschlossenen in so einem Fall natürlich. Die queerfeministische Lösung der Psychokrise streift jetzt das, was ich meiner Dissertation gemacht habe mit dem Homo economicus und das andere, wo ich gezeigt habe, dass dieser Homo economicus nicht einfach das Abbild ist von dem, was vor 200 Jahren als weiß, männlich und bürgerlich verstanden ist, sondern dass das, was als weiß galt, was als männlich galt und was als bürgerlich galt, in Interaktion mit diesem Homo economicus entstanden ist. Also beides sich immer weiter verengt hat und aufeinander zubewegt hat, sodass es immer synonymer wurde. Und ich zeige aber auch, dass während gleichzeitig dieses Bild sehr entscheidend dafür war, dass dann erstmal mit der Französischen Revolution Frauen und People of Color Rechte abgesprochen wurden, es dann durch die Kämpfe von Frauen und People of Color dazu geführt hat, dass eben das Rationalsein allen zugesprochen wird, es heute aber letztlich so eine Art Standortvorteil von gewissen Identitäten bewirkt. Also es gibt, Frauen können Karriere machen, People of Color können Karriere machen, Merkel, Obama sind offensichtliche Beispiele, aber es ist immer noch leichter, aus der weißen, männlichen, reichen Position heraus es zu machen, was sich auch quantitativ dann niederschlägt. Es ist aber nicht so, dass jetzt die Herrschenden die rein Privilegierten in dieser Logik sind, sondern alle Menschen unterliegen eben starken Identitätsbeschreibungen mit dem Homo economicus, mit anderen Mechanismen, was nicht nur Beschreibungen sind, sondern Handlungsanweisungen sind. Und in der subjektfundierten Hegemonietheorie sage ich, dass so wie wir als Menschen konstruiert sind, jetzt mit Bezug auf Foucault, das unten links ist sein Panoptikon, also wo wir immer, was er als Sinnbild hat, dieses Gefängnis, wo man immer beobachtet wird zu jedem Zeitpunkt und deshalb die Kontrolle schon verinnerlicht, also die Kontrolle nicht mehr von außen kommt, sondern man sie verinnerlicht hat. Und er sagt, so wie wir konstruiert sind als Menschen, sind wir das Korrelat. Das ist ein Begriff, der heißt das ergänzende Gegenstück. Die Schraube ist das ergänzende Gegenstück zum Schraubenzieher. Wir sind, so wie wir konstruiert sind in dieser Gesellschaft, das ergänzende Gegenstück zu einer Regierungsweise. Also im Begriff Gouvernementalität ist wieder Regierung und auch die Denkweise, die Mentalität vereint. Und was ich in der subjektfundierten Hegemonietheorie noch dazu sage, ist, das hat sich zwischen verschiedenen Herrschaftsverhältnissen rausgebildet. Das ist untrennbar verwoben mit dem, was wir unter Sex, Race, Class, Ability etc. etc. verstehen. Letztlich wird in dieser Gouvernementalität aber allen Menschen vorgeschrieben, wie wir zu sein haben. Also wenn wir uns die hegemonialste Identität vorstellen, der Super-Top-Manager, sagen wir mal weiß und männlich, dann unterliegt er trotzdem diesen sehr engen Identitätszwängen. Wenn er da ausbrechen würde, hätte er ruckzuck ein Problem. Das heißt, es ist nicht einfach eine privilegierte Position, sondern es hat Privilegien, aber letztlich ist es auch eine Unterwerfung eben unter diese Gouvernementalität. Queerfeminismus würde natürlich sagen, daraus muss man sich befreien. Auf der österreichischen Armutskonferenz vor 2-3 Jahren waren Richard Wilkinson und Kate Pickett, die mit ihren Studien sehr bekannt geworden sind dazu, dass Gesellschaften glücklicher sind, wenn sie keine großen Einkommensspannungen haben. Sie haben das festgemacht an Krankheiten,
auch Bereichen, an Depressionen, an wie viele Menschen im Knast gehen, an eigentlich alles, was man irgendwie so sagen kann über eine Gesellschaft, und wirklich durch die Schichten durch und machen damit eben deutlich, dass die Menschen glücklicher sind, wenn es eine gleichere Einkommensverteilung gibt. Und Richard Wilkinson hat gesagt, er glaubt, dass jeder Mensch auf das Coming Out wartet, in einer gerechteren Gesellschaft leben zu können, weil wir eigentlich nicht in ungerechten Gesellschaften leben wollen. Ist so ein bisschen vielleicht wie in der postkolonialen Theorie auch davon gesprochen wird, zu sagen, es geht darum, Privilegien zu verlernen. Es geht aber auch darum, zu lernen, dass Privilegien vergiftet sind. Also wir würden ja auch nicht als Sklavenhalter leben wollen, auch wenn das eine total privilegierte Position ist. Zu sagen, alle Menschen wollen dieses Coming Out haben, ist aus queerfeministischer Sicht natürlich nicht ganz unproblematisch, weil so ein bisschen die Vorstellung dahinter steckt, vielleicht die Charaktermaske und innen drin sind wir alle gut. Aber komme ich, glaube ich, dann auch nochmal, wenn ich dran denke, an der Stelle drauf zurück. Jedenfalls spricht Judith Butler, eben als diejenige, die Queerfeminismus begründet hat, auch von Melancholie. Für das, was in dieser Gesellschaft manchmal gar nicht fühlbar ist, gar nicht denkbar, gar nicht handelbar ist und trotzdem Bereiche in uns anspricht, die uns melancholisch machen. Wir können sie gar nicht leben in dieser Gesellschaft, weil sie nicht den gesellschaftlichen Kontext haben, in dem sie lebbar sind. Aber da gibt es also durchaus auch dieses Element. Dann nochmal dazu, warum wir angeblich so leben müssen. Genau das liegt ja angeblich an uns. Der Mensch, ein fauler Sack. Ein Berufscoach, mit dem ich ein Interview gemacht hatte, sagt, er fragt die Menschen, die zu ihm kommen, immer, was würden sie tun, wenn sie im Lotto gewonnen hätten? Und dann sagen sie, ja, im Urlaub fahren und an den Strand legen. Und dann fragt er immer weiter. Und dann ist es ruckzuck so, dass die Tätigkeiten hochkommen, weil niemand hat Lust, wirklich ewig am Strand rumzuliegen. Und wir alle haben starke Bedürfnisse, uns auch in dieser Welt zu verwirklichen, durch Tätigsein. Und zwar Tätigsein, was eben nicht nur ist, weil ich dafür Geld bekomme, sondern weil es mir wichtig ist, weil ich es gerne mache, etc. Das heißt, jenseits von Arbeit, weil Arbeit ist ja auch ein Begriff, der erst aufgekommen ist in dem Moment, wo dieses entfremdete Arbeiten von uns verlangt wurde. Die früheren Sprachen kannten keinen Begriff Arbeit, sondern sie kannten eben konkrete Tätigkeiten. Gibt es Tätigsein, das erfüllt? Der Mensch von Natur aus Konkurrent. In der Schweiz wurde eine Studie gemacht zwischen Tradern, also die an Börsen handeln, normalen Menschen und pathologischen Menschen, mit Kooperationsspielen, also wo es darum geht, eigentlich gewinnen alle am meisten, wenn alle kooperativ sind, aber die Person, die als erstes egoistisch handelt, sahnt normalerweise am meisten ab und danach handeln die anderen auch nicht mehr kooperativ. Das Ergebnis war aber, dass die Trader gar nicht mehr hatten am Schluss, sondern der Versuchsleiter hat gesagt, es war eigentlich so, wenn sie gesehen haben, mein Nachbar hat ein größeres Auto als ich, dann sind sie hingegangen und haben das Auto kaputt gemacht. Das wäre die Logik gewesen. Sie hätten sich im Grunde noch pathologischer als die pathologische Vergleichsgruppe verhalten. Nun ist aber das Problem, also abgeschwächt ist es auch so, dass Wirtschaftsstudierende sich egoistischer verhalten als andere Studierende. Das Problem ist aber, dass es letztlich in unserer ganzen Gesellschaft darauf hinausläuft, dass wir immer wieder lernen, dass wir uns konkurrent verhalten müssen, egoistisch verhalten müssen. Ich spreche manchmal von strukturellem Hass, weil in dem Moment, wo ich meinen Lebenslauf besser mache, wird der Lebenslauf von den anderen schlechter. Das heißt, wir werden dazu gezwungen und es wird uns immer gesagt, das ist gut so, das musst du so machen. Das heißt, wir werden natürlich auch in diesem Moment wieder geformt. Der Mensch, ein Egoist,
genau das, was ich mit den Tätigkeiten schon gesagt hatte. Dazu komme ich hier auch nochmal. Crowding out of motivations ist in der Wirtschaftstheorie der Ausdruck dafür, dass externe Motivation wie Belohnung intrinsische Motivation wie Verantwortungsgefühl oder Lust an einer Tätigkeit kaputt machen. In der Mitarbeitermotivationsliteratur nennt man das den Gummibärchen-Effekt, weil das Grundbild dahinter ist, eine Kindergruppe malt begeistert Schlösser und Feen und Drachen und was weiß ich. Und dann sagt man, jetzt gibt es für jedes Bild ein Gummibärchen, dann machen die ersten nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und irgendwann, nachdem sich bei denen dann die Gummibärchen gehäuft haben, machen alle nur noch Punkt, Punkt, Komma, Strich, damit es viele Gummibärchen gibt. Und wenn man sagt, die Gummibärchen sind alle, dann sitzen alle da und haben vergessen, dass sie mal aus Lust gemalt haben. Das geht's aber eben auch mit Verantwortungsgefühl. Eltern, die ihre Kinder vom Kindergarten nicht mehr abholen, weil sie sich jetzt freikaufen können und die keine Dankbarkeit mehr zeigen, weil sie anderen Leuten dafür Geld geben können, etc. Also wieder der Punkt, dass der Egoismus eben sehr von den gegebenen Situationen abhängt. Darum jetzt nochmal dieses Bild, was deutlicher macht, also in Anlehnung an männlich-weiblich, was ich am Anfang hatte, Abendland, Morgenland, ist es natürlich so, auch im Queerfeminismus, dass es immer darum geht zu verstehen, dass wir als Subjekte total geformt sind vom gesellschaftlichen Kontext. Was bei dem, was ich mit uns als Korrelat zur Gouvernementalität gesagt hatte, natürlich auch schon stark drinsteckte. Ich finde, das wird immer deutlich, wenn man sich so überlegt, ich im 19. Jahrhundert hätte aber das und das gemacht oder ich in Afghanistan oder als afghanische Frau würde aber das und das machen, macht keinen Sinn, weil mich im 19. Jahrhundert hätte es nicht geben können. Mich als afghanische Frau macht keinen Sinn. Das heißt, wir sind immer von Zeit mit Zeit und Ort untrennbar verwoben, was nicht heißt, dass es nicht das Reale noch gibt. Judith Butler ist immer vorgeworfen worden, es gibt alles ist nur noch Text, das sagt sie nicht. Aber wie, dass ich einen Körper habe, ist etwas anderes, als zu sagen, der Körper sieht so und so aus, weil der Körper, wie er aussieht, eben auch schon ein Produkt der Gesellschaft ist. Das mache ich immer ganz gerne an meinem Hund deutlich, weil Hunde gibt es auch nicht in der Natur. Trotzdem ist da ein bisschen mehr als nur kulturelle Formung in ihm wiederzufinden. Der Mensch ein Egoist ist also aus queerfeministischer Sicht durchaus zu hinterfragen. Und im Queeren geht es ja immer darum, sich mit der eigenen Identität zu desidentifizieren. Sich mit der im Kapitalismus vorgegebenen Identität zu desidentifizieren und sie zu queeren, ist also erstmal ein offensichtlicher Schritt, um den es gehen muss. Das bedeutet, Identitäten vom Zwang zum strukturellen Hass zu befreien, sowie auch von vergeschlechtlichten Vorgaben oder migrantisierten Vorgaben, die uns immer wieder zu bestimmten Identitäten halt hindrücken. Ja, dazu folgt aber noch eine Fortsetzung, was dann auch näher auf Common Space Queer Production eingeht. Kommen noch mal zur dritten krisenhaften Externalisierung, die Care-Krise. Gabriele Winker aus Deutschland hat in den letzten Jahren diesen Begriff Care-Revolution in die Diskussion gebracht. Ich habe ihn da auch entdeckt auf einer Demonstration. Letztlich ist das, wovon sie ausgeht, eben eine Care-Krise. Als ich heute googelte, um da noch ein anderes Bild zu finden, stellte ich fest, dass es gestern gerade bei der Grünen Bildungswerkstatt nicht Wien, wie ich gelernt habe, sondern vom Bund zur Care-Krise einen Vortrag gab. Was eigentlich in allen feministischen Theorien deutlich gemacht wird, ist
das, was man mit diesem Eisbergbild ausdrückt, nämlich dass das, was wir als kapitalistische Arbeit anerkennen und sehen, unter der Oberfläche noch viel größer ist als das, was man sieht. Da gibt es eben die Carework, die unbezahlte Arbeit, die, auf der das beruht. Ich glaube, es ist immer noch ungefähr 2/3 zu 1/3 insgesamt, die unbezahlten Arbeiten zu den bezahlten. Und das beruht aber im Grunde auch wieder auf Dienstleistungen, wie es heutzutage ja auch zunehmend heißt, der Natur. Hier nochmal eine andere Darstellung mit sichtbarer Ökonomie, unsichtbarer Ökonomie, ein bisschen weiter aufgedröselt. Kolonien oder eben jetzt postkoloniale weltwirtschaftliche Handelszusammenhänge, die Hausarbeit, die nicht marktförmige Subsistenzarbeit und Natur auch wieder nochmal hervorgehoben. Care wird ausgebeutet. Das ist genau das, was die Bielefelderin in den 80er Jahren mit ihrem Buch Frauen als letzte Kolonie auch deutlich gemacht haben. Es wird jenseits von Wertbeziehungen verwertet. Und trotzdem ist jetzt, wenn man sich genau anguckt, was Gabriele Winker meint mit Care Revolution, dann geht das schon wesentlich dann doch um den Einschluss dieser Arbeiten ins monetäre System und um Lösungen wie verbesserte Arbeitsbedingungen für Care Worker. Das ist sicherlich keine Utopie. Es widerspricht auch erstmal dem Ansatz, dass die Einbeziehung in das Bestehende die Lösung sein könnte, aber im gegebenen, unter gegebenen Umständen ist es sicherlich erstmal auch eine Notwendigkeit. Ich kann Care aber auch verstehen als Form des bedingungslosen Tausches, durchaus auch bei den Differenzfeministinnen, was dann das Bild da war und ist die Mutter-Kind-Beziehung, wo es eben nicht um Tauschlogik geht. Die ökofeministische Lösung könnte also vielleicht sein, die Care-Logik auf die gesamte Wirtschaft zu übertragen. Faktisch trifft Frau Mensch sich hier aber heute auch sehr stark dann mit queerfeministischen Diskussionen. Also nachdem das jahrelang völlig auseinanderging, weil die ökofeministischen ökonomischen Utopien in die Subsistenzecke gingen, sage ich jetzt mal, und da auch sehr unausgearbeitete Visionen nur hatten und Queerfeminismus sich eigentlich gar nicht mit Ökonomie beschäftigt hat, kommt es heute mehr zusammen wieder. Was könnte es bedeuten, die Logiken von Produktion und Reproduktion zu queeren, also eben überhaupt auch diese Dichotomie aufzubrechen? Und zwar nicht in Teilbereichen, sondern für das ganze Wirtschaften. Common Space Queer Production ist ein Wortspiel. Eigentlich heißt es Common Space Peer Produktion und ist genau das, was sich herausbildet an neuen Ansätzen in der solidarischen Wirtschaft. Damit komme ich zum dritten Teil, den Krisenkapitalismus überwinden oder Transformation queerfeministisch denken, habe ich es genannt. Hier heißt es, weder Kapitalismus noch Mackertum, nur Revolution macht die schön. Aber aus feministischer Sicht ist das doch ein bisschen anzuzweifeln. J.K. Gibson Graham, zwei feministische Theoretikerinnen, die sich diesen gemeinsamen Namen gegeben haben, haben in den 90ern schon gefragt, why can't feminists have revolution now, while Marxists have to wait? Und was sie damit sozusagen provozieren, thematisieren, ohne jetzt natürlich den Widerspruch zwischen Feministin und Marxisten wirklich aufmachen zu wollen, ist die Vorstellung, dass alles, was mit Geschlecht zu tun hat, auch mit unserem alltäglichen Handeln zu tun hat und man hier ansetzen kann, um was zu ändern, was Queeren ja auch bedeutet. Während der Kapitalismus so umfassend ist,
und alles aufsaugt und man aus dieser Logik überhaupt nicht rauskommen kann und alles, was man tut, letztlich doch dem Kapitalismus nur dient und deshalb kann es nur nach und vor dem Kapitalismus geben und deshalb muss man auf die Revolution warten. Mit dem queerfeministischen Verständnis und der Tatsache, dass wir eben Teil des gesellschaftlichen Kontexts sind, ist das zu hinterfragen. So wie die Welt uns formt, formen wir auch die Welt. Früher, mir jedenfalls ging es so, ich fand Biologen immer ganz doof, weil die haben gesagt, das Gehirn ist so, die Gene sind so, da kann man nichts machen und deshalb sind die Menschen so. Seit einigen Jahren gibt es da einen entscheidenden Turn, der jetzt noch nicht in jedem Mainstream-Magazin angekommen ist, wie ich immer wieder feststellen muss, aber der doch deutlich ist, dass Neurobiologen und andere sagen, das Gehirn kann ich nicht denken ohne einen bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Gene werden aktiviert oder nicht aktiviert, kann ich nicht denken ohne einen gesellschaftlichen Kontext. Also ganz genau wie der Körper im Queerfeminismus auch verstanden wird. Robert Morris Sapolsky, Professor für Biologie und Neurologie, sagt, mit unterschiedlichen Gesellschaften, individualistisch oder kollektivistisch, gehen sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gehirnen und unterschiedlichen Denksystemen einher. Vor 10 Jahren habe ich ein Buch gemacht über die alternativen Wirtschaftsansätze in Argentinien nach dem Finanzcrash. Aus der Not eine andere Welt, heißt das Buch. Und darin interviewe ich Neka Harra. Sie hat damals sehr schön gesagt, den Kapitalismus werden wir nicht verändern, wenn wir nicht unser alltägliches Leben verändern und so eine neue Subjektivität, ein neues Menschsein entstehen lassen. Als ich dann 2009 dieses Buch gemacht habe, Halbinseln gegen den Strom, was übrigens sehr untheoretisch ist, ein kleines Vorwort, ja, aber ansonsten geht es einfach um die Beschreibung dessen, was ich vorfinde, habe ich diesen Begriff Halbinseln gegen den Strom gewählt, eigentlich um klarzumachen, es geht nicht um die Insel des Richtigen im Falschen, sondern natürlich sind wir immer verwoben, auch mit allem außenrum. Aber dieser Aspekt, dass damit auch andere Räume aufgemacht werden durch dieses Handeln, ist mir immer wichtiger geworden, eben genau unter diesem Aspekt, dass wir uns als Subjekte immer in bestimmten gesellschaftlichen Räumen bewegen und uns dann auch anders entwickeln können. Das heißt, dass wir neue Denk- und Handlungshorizonte auch entwickeln können. Das muss jetzt nicht nur in expliziten Ansätzen anderen Wirtschaften sein. Das kann auch sein, wenn wir auf der Arbeit sind und einem Mobbing-Situation entsteht und man hat mit vielleicht nur einer Person eine andere Ebene, dann kann man sich als Mensch anders entfalten, als Subjekt anders entwickeln, als wenn wir diesen Raum, diesen zwischenmenschlichen Raum nicht aufmachen können. In diesem Buch, in dem Buch habe ich es nicht festgestellt, aber im Nachklang des Buches habe ich dann festgestellt, dass die Ansätze, die sich seit dem Jahr 2000 herausbilden, dem entsprechen, wie man auch erklärt, dass die freie Softwareproduktion entsteht. Das geht nämlich nicht mit dem Homo economicus, weil kein Geld fließt und weil es keine Hierarchien gibt. Deshalb hat Jochai Benkler, ein Prof in Harvard, den Ausdruck commons-basierte Peer-Produktion geschaffen, den wir eben schon leicht abgeändert hatten. Ich spreche einfach von Ecomony, weil ich damit ausdrücken möchte, dass ich glaube, dass es wirklich auch eine gesamtgesellschaftliche Alternative sein könnte. Commons sind Almenden. Bei dem Klimakolonialismus war ich öfter drauf gekommen, die Vorstellung, es gibt kein Privateigentum an etwas, aber es gibt Besitzverhältnisse, wer etwas nutzt. Peer-Produktion heißt eben Produktion unter Gleichwertigen. Das ist jetzt einfach eine sehr grobe Skizze für diejenigen, die morgen im Workshop sind. Das wäre ein Bereich, den man auch vertiefen könnte, sich das genauer anzugucken. Die Prinzipien, die sich herausbilden, sind zum einen Besitz statt Eigentum,
eben was Allmende ausmacht. In Bezug auf Häuser kann man das ganz gut mit dem Beispiel Kuba verdeutlichen, weil es bis vor 2 Jahren kein abstraktes Eigentum gab. Die Vermieterin ist die Eigentümerin, der Mieter ist der Besitzer. Und es gab eben nur Besitz an Häusern und Wohnungen. Das heißt, man hat irgendwo gewohnt, dann war es auch dieser Person und wurde nicht streitig gemacht. Es ließ sich aber nicht verkaufen. Bei Land ebenso ähnlich. Nicht nur die Wiese im Mittelalter war Allmende, sondern der gesamte Grund und Boden hatte kein Eigentumsverständnis, sondern wurde als Allmende aufgeteilt unter den Bauern im Dorf. Land kann man also auch so denken. Parks, Seen sind jetzt nicht unbedingt Commons in dem Sinne, dass sich jetzt alle gemeinschaftlich darum kümmern, aber wenn man in die USA fährt oder nach Südamerika, wo man in keinen Wald reingehen darf, weil er einfach privat ist, dann fällt einem schon auch nochmal der Unterschied auf, wo Besitzlogik und Eigentumlogik jedenfalls eine Rolle spielt. Man kann es aber auch für Dinge denken, die serielle Nutzung, würde ich jetzt sagen, für Bücher. Man liest ein Buch aus und dann fällt es aus dem Besitz, weil man es gar nicht mehr braucht. Und dann kann man es in einen öffentlichen Bücherschrank bringen zum Beispiel und sich was herausnehmen, was man gebrauchen kann. Oder die parallele Nutzung bei Werkzeug zum Beispiel, was man nicht ausbraucht, sondern hinterher auch nochmal haben will und deshalb vielleicht eher in Bibliotheken aufgehoben sind, gut, wie es das in Berkeley gibt, oder als Nutzungsgemeinschaften, wie es das zunehmend gibt, auch webgestützt oder als App, dass man eben die Bohrmaschine gemeinsam hat und nicht als Eigentum hat. Man kann es denken für Infrastruktur, Carsharing ist ein häufiges Beispiel, aber natürlich wie jede Form von ÖPNV auch, jede Form von Infrastruktur und selbstverständlich ganz besonders für Produktionsmittel, dass der Mehrwert nicht privat angeeignet wird. Man kann es aber sogar auch für rivale Güter denken, wie Lebensmittel, wenn es nämlich darum geht, dass Bedürfnisse befriedigt werden und nicht über den eigenen Bedarf hinaus angeeignet wird, um es hinterher wegzuschmeißen, wie im Supermarkt oder zu verkaufen. Das kann man sagen, bezeichnen als Teile, was du kannst. Man kann das aber auch beziehen auf Wissen zu teilen oder jede Form von Fähigkeiten zu teilen, wie auch in Nutzungsgemeinschaften das getan wird, praktisch Tauschringen ohne Aufrechnung. Das kann man wieder fassen als Beitragen statt Tauschen und das auf jede Form von Dienstleistungen zu beziehen, aber letztlich auf jede Form von Tätigkeiten. Und aus feministischer Sicht ist hierbei auch entscheidend, dass damit die Differenz zwischen Produktion und Reproduktion hinfällig wird. Ansonsten hat jedes alternative Wirtschaftssystem auch die Problematik, das Kind ins Bett bringen. Ist das jetzt Teil der Erwerbsarbeit, der in die Tauschlogik eingezogene Arbeit? Dann gibt es garantiert jemand, der sagt, hättest du das Kind nicht schneller ins Bett bringen können. Oder ist es nicht Teil davon, dann ist es wieder privatisiert mit allen Problemen, die das mit sich bringt. Und Offenheit, freie Kooperation betont einfach nochmal, dass es darum geht, nicht, dass es in engen Gemeinschaften geschieht, sondern dass es als gesellschaftliche Struktur gedacht ist. Also struktureller Gemeinschaftlichkeit statt strukturellem Hass. Ja, könnte man, habe ich einfach mal rumgespielt, vielleicht auch Care-Economy oder Queer-Economy nennen. Abschließend nochmal 3 Thesen zum Schluss. Also zu sagen, gemäß der feministischen Erkenntnis, dass das Private politisch ist, beginnt Transformation im Alltag, sollte aber nicht darauf begrenzt werden. Das macht auch vielleicht den Unterschied zwischen dem, was uns erklärt wird, was Demokratie ist und dem, was radikale Demokratie ist, nämlich zu sagen, ich bin vielleicht auch mit dem Rahmen nicht einverstanden und drücke das auch in meinen alltäglichen Entscheidungen aus. Raj Patel hat das ganz schön ausgedrückt, finde ich. Green Economy won't save the planet, but Green Democracy will. Zweitens, angesichts der feministischen Erkenntnis, dass Subjekte immer verwoben sind mit ihrem gesellschaftlichen Kontext, erlauben uns Räume anderer Selbstverständlichkeiten, uns anders zu entwickeln und so neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. In meiner subjektfundierten Hegemonietheorie ist so eine
wesentliche Quintessenz eben genau das, dass im Traditionellen, sobald man bei Queer-Theorie von Tradition sprechen kann, Verständnis von Queer-Feminismus eben immer der Blick darauf geht, meine eigene Identität zu verschieben, aber eigentlich vergessen wird, dass ich dann natürlich auch den gesellschaftlichen Kontext verändern muss, weil ich mich in dem, wie es ist, nicht wirklich anders verändern kann. Das heißt, das muss immer ineinander greifen, wie sich Kontext und Subjekt verändern. Als Quiremus, in Ableitung von Venceremus, wir werden siegen, fasse ich das. Und zuletzt nochmal der Bezug zu Ecomedy. In jüngeren Beispielen, anderen Wirtschaften finden sich Prinzipien, die auf die Aufhebung der Trennung von Repro- und Produktionsarbeiten hinauslaufen bzw. darauf beruhen. Eigentlich hatte ich gedacht, das kommt nach dem Quiremus-Bild, also zu zeigen, dass wir nicht jetzt sagen können, wie die Welt perfekt wäre, genau wie jede Utopie der Vergangenheit uns unglaublich altbacken vorkommt und wir sehen können, wie sehr es Verlängerungen der eigenen Gesellschaft sind, die da weitergedacht worden ist, aber die wirkliche Veränderung häufig nicht mit bedenken können. Und Eduardo Galeano hat gesagt, die Utopie ist immer am Horizont. Wir werden immer neue Utopien entwickeln können, wenn wir weitergehen und uns eben entwickeln in diesem Zusammenspiel zwischen Subjekt und gesellschaftlichem Kontext. Okay.